Also dieses Nicht-Deutsch-Sein, das war immer eigentlich so diese Fremdzuschreibung. Das heißt, die Frage der Identität kam erst dadurch, weil eigentlich andere gesagt haben, ich wäre nicht das, was ich eigentlich denke, zu sein. Streng genommen haben mich die anderen zum Ausländer gemacht, also ich mich selbst nicht. Ich heiße Yunus Alamara, bin 32 Jahre alt und bin in Berlin geboren. Mein Vater ist Palästinenser, meine Mutter kommt aus Syrien. Mein Vater ist damals wegen Arbeit quasi in den 60er Jahren hergezogen und hat dann auch hier studiert und dann auch gearbeitet. Und meine Mutter hat er dann irgendwann in Syrien kennengelernt und ist in den frühen 90ern nach Deutschland gezogen. Mein Bezug zu Syrien ist natürlich über meine Eltern quasi hergestellt, dadurch, dass meine Mutter natürlich dort geboren ist, dort aufgewachsen und wir quasi jeden Sommer in Syrien waren. Also das war jetzt nie für mich sehr der Ort, wo ich mich völlig heimisch gefühlt habe, aber gleichzeitig war es aber auch schön, die Familie zu sehen. Und dann ist man wieder zurück nach Deutschland. Als Kind hatte ich nicht das Bewusstsein dafür, quasi mir diese Frage offen zu stellen, so was bist du eigentlich, sondern es war einfach, ich bin in Deutschland, ich bin deutsch eigentlich. Ne? Also das war das, wovon ich als Kind immer ausging, bis mir dann irgendeiner gesagt hat, du bist nicht deutsch. Irgendwann fing es dann so an, dass du schon das Gefühl bekommen hast, du bist ein bisschen anders, weil du einfach auch anders aussiehst. So. Du wirst dann auch vielleicht anders wahrgenommen, aber es kam, glaube ich, so, ich weiß nicht, 4., 5. Klasse oder sowas. Die Datteltäter sind ein muslimisches Satire-Kollektiv, könnte man sagen. Und wir thematisieren quasi all die Themen, die uns als Muslime in diesem Alltag halt auch in Deutschland betrifft und die wir aber mitbestimmen wollen in der Art und Weise, wie über die Thematik gesprochen wird. Was ich vermisse, ist einfach, die Muslime in anderen Diskursen mit einzubinden halt und nicht nur in dieselben Themen zu verfrachten wie Terrorismus, Integrationsproblem, Frauenrechte, bla bla bla. So, das ist ja nach 15, 16 Jahren auch irgendwann mal langweilig. So, lässt sich aber immer noch gut verkaufen halt. Und da aus dieser Debatte mal auszusteigen, weil sonst drehen wir uns immer nur im Kreis halt. Ne? Ich glaube, es war im Osten Berlins nie wirklich cool, Türke zu sein oder Araber oder zumindest so auszusehen. Das war es einfach nicht. Ja. Und dann hast du natürlich von außen halt immer mitbekommen, so, was für Sprüche die quasi ablassen. Entweder Kameltreiber oder Neger oder Affe und machen dann entsprechende Affengeräusche. Ich kann jetzt nicht mich erinnern, dass es jemals richtig cool war. So. Zumindest solange ich in Ost-Berlin gewesen bin. Ich würde einfach sagen, ich lebe jetzt mittlerweile im Süden von Berlin-Neukölln. Und da ist das natürlich ein bisschen bunter. Ich fand es ja da in Pankow trotzdem irgendwie nett. Aber Neukölln ist ein bisschen cooler. Ja, wie definiere ich das heutige Deutschsein im Jahr 2017? Also ich weiß zumindest, wie es nicht sein kann quasi, dass man jetzt von dem Bild ausgeht, so rein weiß und blauäugig und so. Also einfach dieser Gedanke, dass das Phänotypische über deine Identität so viel Preis gibt oder dass du ganz genau weißt, ah ja, okay, dieses Schema muss es erfüllen, damit du erstmal wirklich ein wahrer Deutscher sein kannst. So. Und dass du so aussiehst wie ich. Also ich bin quasi, wenn du so sehen willst, oder es sollte okay sein, wenn man mich anguckt und sagt, ja, das ist ein Deutscher, 2.0. Heimat. Was ist Heimat für mich? Ja. Also für mich war immer diese Frage eigentlich, habe ich nie wirklich mir selbst gestellt, weil es für mich eigentlich außer Frage stand, dass Deutschland meine Heimat ist. Das ist so ein Gefühl, würde ich sagen. Ich bin hier geboren, ich bin hier verwurzelt, das macht es zur Heimat. Also da, wo ich mich einfach letztlich auch wirklich heimisch fühle und das in der Verbindung mit meinen Freunden und Familie und wo ich letztlich auch mein Leben verbringe. So definiere ich zumindest Heimat.